sieht cool aus. Wer es erbaut hat. Oh, ein Flötenspiel. Wir fliegen hier rum, da gucken wir uns dann später nochmal um. Aber erstmal. Hallo. So, da die leuchten jetzt wieder. Dann zieht man den Hebel, oder? Oder Hebelknopf, ich weiß es gar nicht. Klemmt. Dann Knopf. Wie cool das ist! Vogel... Fliegt man nicht so nah daran jetzt, ja? Das ist echt geil gemacht, oder? Ziemlich einfach auch die Technik, also da so, dann eine Kette, dann so, dann macht er halt so. Ja. Das ist doch echt cool. Ja gut, dann der Hebel ist schon kaputt, ich weiß nicht, jedenfalls haben wir jetzt Strom. Gehen wir mal wieder zurück. Oh! Die ist ja gerade. Habt ihr gesehen? Sie hat gewinkt. Mist, ich kann nicht winken. Was? Was ist hier los? Nein! Was ist hier passiert? Fusch am Bau, na super. Oder war das was anderes? Shit. Das Mädchen ist bestimmt auf die andere Seite. Oh, wie kommen wir da rüber? Was war denn das jetzt? Oh, mein Kopf. Oh, shit. Verdammt. Cool, hier sind da richtige Muster im Glas drin. Sehr geil. Das ist natürlich auch cool. Und Arbeit ist das auch in der Herstellung, also. Da können wir jetzt auch nochmal rum. Was ist denn hier so? Ist hier irgendwie was? Nein. Irgendwie nicht so. Was ist denn jetzt los? Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen auf der anderen Seite bestimmt. Hier ist jetzt überall Strom, das ist gut. Ich gucke mir mal schnell den Sicherungskasten an, wie das da jetzt aussieht. Oh, die leuchten. Ob jetzt alles hier im grünen Bereich ist. Ja, ist super. Ja. Alles grün, alles wunderbar. Gut, dann... Was ist denn das jetzt hier? Ich konnte auch gerade hier eine Lupe machen.
Ach da. Das ist ein Blatt. Was ist das? Ist das hier was Ungewöhnliches oder? Weg. Sieht ganz in Ordnung aus. Soll jetzt hier irgendwie was sein? Und noch weiter weg. Das kann ich jetzt nicht so erkennen. Das ist wahrscheinlich noch viel näher dran. Hier irgendwie was da? Nee. Gut, was ist denn das jetzt da drüben? Was ist denn hier? Da hat doch gerade was getropft. Wie interessant! Da sind Hebel. Ich will hier nichts aufmachen, nicht, dass hier irgendwas passiert oder so. Da ist ein Buch, eine Lupe. Aber ich kann die gar nicht auf. Nee, ich mach die nicht auf. Ich will da nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. Das sind hochempfindliche Pflanzen. Und da tropft ich was runter. Was ist denn das? Ich will hier nichts aufmachen. Ich habe eine Kopiedatei, also theoretisch könnte ich das mal aufmachen und gucken, was dann passiert und euch das zeigen, wenn da was passiert, aber das möchte ich jetzt mal nicht hier im Let's Play machen. Vielleicht mache ich dann irgendwas falsch und dann ich. Da ist eine Tür. Das möchte ich auch nicht aufmachen, aber wenn die rausfliegen, ist. Hey, die ist zu. Verdammt! Kann man nicht jetzt gegen rennen irgendwie oder eintreten? Was ist denn da schon wieder? Wieso kann ich jetzt hier näher ran? Das ist eine Blumenvase, die kaputt gegangen ist hier. Wahrscheinlich. Eine Blumenvase. Also wieso? Die stand wahrscheinlich hier oben, wa? Ey, wer macht denn sowas? Einfach die Blumenvase zerstören. Ohne Grund. Gut, dann werden wir mit dem Fahrstuhl fahren, weil da kann man noch eine Etage tiefer. Ja. Und dann geht's da wahrscheinlich weiter. Das Gesicht. Und das Gesicht ist jetzt auf der Seite hier so. Ja, und das ist das Zeichen für den Fahrstuhl, das hier. Das war ja auch Feuer an beim Sicherungskasten. Hey, och ja. Ach Mann. Rein. Hallo rein. So, dann machen wir zu und mach ich da vorne zu. Gehen wir mal tiefer. Wie cool! Ja, jetzt so.
Na, gehst du zu? Ja. Wir sind jetzt hier drüben. Ah ja, hier. Wo sind wir jetzt? Da kann ich da jetzt weiter oder fall ich dann runter? Ah. Hier war auch mal eine Brücke, war? So ein Übergang. Oder wie? Da drüben ist es eingestürzt, oder? Ich habe jetzt gerade die Orientierung verloren. Hier, da ist eingestürzt. Da drüben. Da ist doch eingestürzt. Ja, genau. Hier. Ja, und hier ist das Gebäude, wo wir mal nachsehen wollten, was ich ja gesagt habe. Oh. Das Ende wird noch nicht geschrieben. Tomana. Die Stadt Tomana. Das Ende wird noch nicht geschrieben. Was hat das zu bedeuten? Ah, Moment mal. Genau, ich mach mal noch ein Foto. Ja. Einfach mal so aus Prinzip. Ich weiß nicht warum. Jedenfalls könnte ja mal was bedeuten. Man sollte von alles, was irgendwie so eine Info sein könnte, ein Foto machen, weil man es wahrscheinlich später wieder braucht. Also am besten mal ein Foto machen. Ich gehe jetzt mal da rein. Ist die hier drin? Das sieht echt unheimlich aus. Auf eine gewisse Art und Weise. Wohnt sie? Ist es ihr Zimmer hier oder? Die Zimmer von ihr Vater und ihrer Mutter. Habe ich jetzt die Zimmer gesagt? Ich weiß gar nicht. Das Zimmer meine ich auf jeden Fall. Das ist ein Zettel. Wir müssen in dieser Angelegenheit zusammenhalten. Kannst du ihnen zuhören, wenn du und vergeben? Allein habe ich nicht die Kraft. Das ist, da steht Liebste, das heißt, es ist von dem Mann geschrieben. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie der heißt, keine Ahnung. Aber was meint er damit? Also die Schrift hier kann ich jetzt leider nicht entziffern. Keine Ahnung, was das hier könnte ein W sein. Ein W, denn... Oh. Wer weiß. Ein Foto machen? Das scheint die Seite von der Frau zu sein. Ich weiß jetzt nicht warum. Einfach mal so, wahrscheinlich, weil sie schnell weg musste und deshalb ihre Seite nicht aufgeräumt hat, hier so gerade. Sie musste schnell aus, also weg so und irgendwo hin. Und dann halt mal das Licht ausschalten. Ach nee, anschalten. Aber es flackert. Kaputt. Aber ich möchte mal erwähnen, wie detailreich die Einrichtung hier gemacht wurde. Da war gerade ein Framehänger. Wie detailreich die Einrichtung hier gemacht wurde, das muss man sich mal überlegen. Kein anderes Spiel. Ich meine, hier Lampe, Schalter, das Kabel, das kann man sogar bis zur Steckdose verfolgen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das kann. Ich gehe jetzt mal nicht weiter, sonst gehe ich wahrscheinlich wieder raus. Aber hier alles so detailreich verarbeitet. Das ist so cool, das Spiel. Was ist denn das? Laser. Ich sehe da Laser. Oh Gott. Laserlampen. Laser.
Lampe. Beide Lampen einschalten. Ich muss zwei Lampen einschalten. Kamin, Eingang, innen. Aha. Hinweis. Eine der Lampen ausschalten, um die Codeanzeige zurückzusetzen. Aha. Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Nachdem der richtige Code gewählt wurde. Ich muss jetzt mal gucken, was im Kamin ist, sonst ich muss zwei Lampen anschalten. Zwei Lampen, da hinten ist noch eine. Oh, was ist da drin im Kamin, ey? Klick.